Und hoch die Tassen. In der Düsseldorfer Altstadt reihen sich rund 260 Bars und Kneipen dicht an dicht. Die wohl längste Theke der Welt lockt wie jeden Abend das nordrhein-westfälische Partyvolk an. Doch heute auch die Polizei. Und die ist definitiv nicht zum Feiern hier. Hinter uns befindet sich die Waffenverbotszone. Ich müsste sie einmal durchsuchen. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei? Rund 500 Einsatzkräfte wollen bei einer Sperrpunktkontrolle in der Waffenverbotszone schon am frühen Abend für mehr Sicherheit unter den Partygästen sorgen. Neben Gegenständen wie Schlagstöcken und Pfefferspray haben die Polizisten vor allem Messer im Visier. Wir wollen Leute feiern, gegen Leute in Disco. Da brauche ich einfach nicht so ein Schweizer Offiziersmesser. Und ganz klar, mal fällt der Gegenstand nicht unter das Waffengesetz. Aber hier ist die Klingenlänge einfach zu lang. Und mit so einem Ding, wenn ich alkoholisiert bin, kann ich jemand töten. Das ist ganz einfach so. Und solche Sachen haben mir abends beim Feiern nichts zu suchen. Punkt. Erst im April wurde ein 18-Jähriger genau hier in der Altstadt durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt. Viele der Besucher stürzen sich immer öfter mit einem unguten Gefühl ins Nachtleben. Mittlerweile tragen viele Leute auch mal ein Messer oder sowas mit dabei und das ist ja extrem gefährlich. Deswegen durch so eine Kontrolle werden, glaube ich, viele Leute auch abgeschreckt und sind auch weniger Messer oder die Gefahr ist einfach kleiner, dass irgendwas passiert. Auf jeden Fall fühlt man sich ziemlich unsicher. Vor allem in letzter Zeit hört man immer und immer wieder, dass irgendwas passiert. Seien es irgendwelche sexuellen Übergriffe oder ich weiß nicht was alles. Von daher, ich als Frau fühle mich vor allem abends alleine ziemlich unsicher. Wenn es zu einer Schlägerei kommt und ich mich irgendwie selbst verteidigen muss, dann mache ich es. Aber dann bin ich manns genug und mache es nicht mit einem Messer oder mit irgendwelchen Waffen. So, und nimm da kein Messer mit, um mich irgendwie selbst zu verteidigen, nein. 2022 zählt die deutsche Kriminalstatistik rund 8.100 Messerangriffe. Im Jahr zuvor waren es noch über 1.000 weniger. Und die potenziellen Täter sind kreativ, denn nicht nur der Einsatz von Messern kann tödlich enden. Meines Wissens ist das, heißt das Kubotan. Das gibt's immer, sehen wir immer häufiger und damit kann man ja schwerste Verletzungen verursachen. Also wenn ich es mir vorstelle, das landet in einem Gesicht, in einem Kopf, in einem Auge, in einem Hals, dann ist relativ schnell relativ schwer Verletzungen vorhanden. Und deswegen sagen wir auch einfach, jetzt erstmal wollen wir das nicht sehen. Wie gesagt, die waffenrechtliche Einordnung muss jetzt noch erfolgen im Nachgang, aber grundsätzlich ist das nichts, womit man feiern gehen sollte. Das sogenannte Kubotan stammt aus der Welt der Kampfkünste und ist eigentlich zur Selbstverteidigung gedacht. Laut deutschem Waffengesetz zählt es aber nicht zu den Hieb- und Stoßwaffen und ist somit auch nicht verboten. Was aber definitiv als Waffe zählt, zeigt uns Waffenhändler Wolfgang Stabe in seinem Bochumer Geschäft. Also, das ist eigentlich ein Messer aus kriegerischen Zeiten, ein Bajonett. Hier in dem Fall aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind in Haufen noch zu finden jetzt auch. Nicht sonderlich scharf, aber sehr, sehr spitz. Das heißt also, die sind ausgelegt zum Töten. Also wenn einer so mit sowas draußen rumläuft, der hat mit Sicherheit nichts Gutes im Sinn. Ne? Der Unterschied ist ja auch hier bei den normalen Messern. Ich darf eine Klinge führen, die feststehend ist, bis 12 cm. Das lässt das Waffengesetz zu. Solange ich keine öffentliche Veranstaltung habe oder eine sogenannte Waffenverbotszone, dann darf ich sowas nicht mitnehmen. Aber die scheiden komplett aus. Es ist und bleibt eigentlich eine Angriffswaffe. Ob fürs Angeln, Campen oder Jagen. Messer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit und begleiten uns bis heute durch den Alltag. Doch laut Waffenexperte Stabe verschiebt sich die Kaufmotivation der Kunden aktuell immer mehr. Und dann haben wir natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich muss mich bewaffnen, weil andere haben auch ein Messer. Das heißt also, das ist wie zu Kriegszeiten. Wenn einer aufrüstet, rüstet der andere auch auf. Und das müssen wir den Leuten beibringen, dass sie das sowas nicht mehr machen. Dass sie nicht mit dem Messer draußen rumlaufen, nur zu sagen, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis. Jeder Bürger möchte seine Ruhe auch haben, möchte auch eine Sicherheit auch haben. Und dadurch erhöhe ich auch die Sicherheit. Verbotszonen sind wichtig, dass wir wieder frei leben können. Zurück auf der Partymeile stecken die Beamten immer noch mitten in der groß angelegten Waffenkontrolle. Yannick Möller zieht eine erste Bilanz. Wir haben bisher so um die 6.600 Personen kontrolliert. Wir haben über 10 Messer bereits aufgefunden, auch mehrfache Drogenfunde bisher gehabt. Zwei Pfeffersprays waren dabei, aber es ist natürlich nicht mit einer Kontrolle getan. Wir müssen natürlich dranbleiben. Insgesamt 55 Strafanzeigen stellen die Beamten noch in derselben Nacht. Und bei einer solchen Bilanz dürfte feststehen, die nächste große Schwerpunktkontrolle folgt bestimmt.